auch bekannt als Dancehall-Terrorist, auch bekannt als Terrorist of Love. So, love is the mission, you see me? Reggae Music is spreading love. Schön, dass ihr alle hier seid. Lasst uns einfach jammen und Spaß haben. Das sind Soul Rebels und ich bin Trickstar. So, run it! Im Lux haben wir Trickstar getroffen. Dort hat sie ein Showcase mit Soul Rebels aufgetreten. Mit ihrer Liebe zur Musik und ihrer einzigartigen schönen Stimme wendete sie sich zuerst zum Hip-Hop, kam dann aber schneller über Drum und Bass zum Dancehall. Seit diesem Tag gilt ihre Liebe dem Dancehall. Kurz nachdem sie ihre Liebe zum Dancehall entdeckt hat, ist sie auch zu ihrem Künstlernamen Trickstar gekommen. Ja, das ist, hat eine kleine Geschichte. Und zwar war ich damals mit einigen Kollegen, waren wir im Zimmer und haben irgendwie gegrübelt von wegen Artistnamen, was man da machen könnte. Und wir hatten 1 Million Ideen und lustigerweise lief im Hintergrund der Song Trickstar. Und da ist halt ein Kollege aufgesprungen und meinte direkt, Trickstar, das ist dein Name. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Anfang mochte ich den Namen irgendwie nicht, weil ich dachte mir so, Trickstar, so, ne, wenn du einen Namen bekommst, dann musst du dich damit identifizieren können. Aber irgendwann so mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass ich auch so ein Trickstar bin. Ne? Also, es hat dann gepasst und daher, so ist es dann auch geblieben. Trickstar arbeitet gern mit anderen Künstlern zusammen, so wie heute mit Soul Rebels. Ja, Trickstar habe ich letztes Jahr kennengelernt auf dem Festival, P-Town Festival heißt das, das ist so bei Oldenburg. Und da hat sie halt einen Auftritt gehabt und ich habe Schlagzeug gespielt mit einer anderen Band, die heißen Boomrush Backup aus Oldenburg und da haben wir uns kennengelernt und dann hatten wir auch gleich im Oktober 2012 einen Auftritt hier in Hannover im Bad. Das hat Danger Mo organisiert vom Buffalo Sound, der hier auch heute auflegt. Und so, jetzt haben wir sie halt wieder gefragt, ob sie hier auftreten will. Dass die Künstler gut zusammenpassen, merkte das Publikum an dem wundervollen Abend. Schon als sie 15 Jahre alt war, hat die Persische angefangen, Musik zu machen. Die persische Künstler sprang von Hip-Hop zum sommerlichen jamaikanischen Dancehall. Also ich spreche jetzt einfach mal von meiner Musik, so vom, ne, so, und da ist halt, es ist Reggae und Dancehall. Aber das ist auch schwierig zu sagen, weil ich bin gebürtig Iranerin, bin in Deutschland groß geworden und da ist natürlich immer schwer, die Leute verstehen nicht, wie kommst du dann dazu, dann Reggae und Dancehall zu machen und das dann auch noch auf Englisch mit diesem jamaikanischen Slang. Und ich weiß nicht, als ich es das erste Mal gehört habe, hat es sich einfach richtig angefühlt. Ich weiß nicht. Trickstar kam aus einer iranischen Familie, die selbst aus dem Iran geflüchtet ist. Ob sie das wohl auch in ihrer Musik verarbeitet? Ja und nein. Das ist, natürlich ist Reggae zum Beispiel auch eine Musik, wo es dann die Möglichkeit hast, auch wirklich Themen anzusprechen, kritische Sachen, jetzt nicht nur über Liebeskummer oder so, sondern wirklich, ne, Sachen, die Welt bewegen, so Sachen, wo Leute sich vielleicht Gedanken machen sollen. Ne? Ich versuche das schon so, aber ich denke mir immer, ich möchte mit meiner Musik die Leute dazu zu bringen, sich gut zu fühlen. Wenn sie einen schlechten Tag haben und das hören, dann sollen sie sich gut fühlen. Wenn sie denken, ich schaffe das nicht, dann sollen sie denken, nein Mann, ich raff mich nochmal zusammen und ich schaffe das. Immer mit dieser Message, dass das Leben halt hart ist, aber wir müssen halt alle da durchkommen. Und
ich bin seit meinem ersten Lebensjahr in Deutschland, deswegen ist so Iran, ich kenne es nicht so wirklich. Ich kenne es halt nur von zu Hause und ich versuche es halt darin ein bisschen zu thematisieren, weil ich halt auch unter anderem als Trickster Dancehall Terrorist bekannt bin, weil ich halt gar nichts mit dieser jamaikanischen Kultur zu tun habe, aber da halt voll einpresche und direkt mitmache mit Bands und mit großen Artists zusammenarbeite und deswegen finde ich, ist es da ein bisschen thematisiert vielleicht. Ursprünglich aus Iran ist Trickstar in Dortmund aufgewachsen. Dort ist sie als Terrorist of Love oder Dancehall Terrorist bekannt geworden. Als Spaß gemeint, Dancehall Terrorist, weil mit diesem orientalischen Hintergrund dachte ich mir, das gibt es noch nicht, ne? Also ich kannte es halt noch nicht. Und dann waren die Leute immer direkt so, boah, Dancehall-Terrorist, so, die haben sonst was erwartet. Und dann habe ich irgendwann das Ganze nochmal erweitert um Terrorist of Love, damit die Message, die dahinter steht, auch wirklich klar ist. Ich meine, ein Terrorist ist nichts Gutes, das ist ganz klar. Man kann auch etwas Schlechtes nicht positiv benennen, aber es geht nicht um dieses Terrorist, sondern um dieses Dancehall-Terrorist oder Terrorist of Love. Was einfach nur sagen soll, dass ich ganz stark für diese Sache einstehe, diese Sache kämpfe, weil sie diese Sache verbreiten will. Trickstar erschmitzt perfekt mit der Rolle der deutschen Dancehall-Königin. Also freut euch auf dem Sommer, da erscheint ihr neues Album. Ich arbeite derzeit ganz fleißig an meinem Album. Ich bin schon ein bisschen spät damit, aber das wird alles gut gehen, weil es werden schöne, besondere Features und neue Songs drauf sein. Und ich bin jetzt gerade quasi in den Endarbeiten dafür. Hoffe, dass ich bis Ende Januar fertig bin, sodass es zum Sommer spätestens nächstes Jahr dann rauskommt. Es wird mein erstes Album sein und ich bin halt echt gespannt, wie das Feedback dann ist. Für alle, die schon neugierig sind, hier eine Kostprobe. Achtung, fallen Sie nicht vom Stuhl. Keep it real, let's change this world into a better place for you and me. We must get strong together. I know, you know that I'm strange and one another. You and me, all are we for goodness. Feel the rhythm while it's cold and dark outside. Don't ask yourself why the sun don't shine while you're reminiscing about them real bad times. So good over evil, rise up, wise up and shine. Dankeschön. Bitte, bitte.